Hallo, mein Name ist Judith Helmer, ich bin Geschäftsführerin der Grosco GmbH. Und eigentlich fasziniert schon mein ganzes Berufsleben mich, wie viele Methoden und Techniken es gibt, um ein Unternehmen zu entwickeln. Aktuell haben jedoch Unternehmen genau zwei Möglichkeiten, wenn sie ihre Strategie, ihre Kultur oder auch Prozesse und Abläufe weiterentwickeln und verbessern möchten. Entweder sie machen das alleine oder sie holen sich einen externen Berater dazu. Wir möchten den Zugriff auf fundierte und erprobte Methoden und Techniken aus der Organisationsentwicklung für gerade mittelständische und kleine Unternehmen erleichtern und das zu bezahlbaren Preisen. Wir haben eine neue Möglichkeit entwickelt mit unserer Consult Yourself Plattform. Über unsere Plattform stellen wir Methoden und Techniken aus der Organisationsentwicklung mit einer schrittweisen, detaillierten Anleitung Mitarbeitern zur Verfügung, sodass die sich eigenständig entwickeln können. Die Anleitungen oder die Methoden sind so weit runtergebrochen und so verständlich geschrieben, dass es egal ist, ob es eine Führungskraft ist oder ein Produktionsmitarbeiter. Sie können die Methode einführen und dann auch anwenden. Aktuell bieten wir Methoden und Techniken aus den Bereichen Lean-Management, Prozess- und Projektmanagement sowie der Führungskräfteentwicklung an. Und das zum monatlichen Festpreis im Abo-Modell ab 980 Euro. Jetzt machen wir das mal ein bisschen plastischer, wie das in der Praxis aussieht. Einer unserer Kunden, das ist ein familiengeführtes Maschinenbauunternehmen. Dort wurde innerhalb von 8 Wochen ein Lagermitarbeiter zum KVP-Experten ausgebildet. Das heißt, dass er Runden moderiert, gemeinsam mit seinem Team Verbesserungsvorschläge generiert und diese auch umsetzt im Unternehmen. Ein anderes Beispiel ist ein metallverarbeitendes Unternehmen an der Grenze, Schweizer Grenze. Da haben sich die Verwaltungsmitarbeiter innerhalb von 3 Monaten den Auftragsprozess angeschaut, dokumentiert, analysiert und dann eigenständig optimiert. Die Akzeptanz ist natürlich viel, viel höher, wenn die Mitarbeiter diese Methoden selbstständig machen. Weil wenn das von außen kommt, dann ist immer eine gewisse Skepsis da. Auch haben sie eine gewisse Nachhaltigkeit, weil immer wieder neue Impulse über die Plattform zur Weiterentwicklung und zur Reflexion eingesteuert werden. Ich kann Ihnen gerne nachher noch weitere Referenzen nennen. Wir betreuen aktuell 20 Bereiche mit ungefähr 300 Usern. Wir, das heißt die Grosco GmbH, die wurde von meinem Mann und mir im Januar 2018 gegründet. Wir sind 5 Mitarbeiter, arbeiten mit freiberuflichen Partnern zusammen, haben 3 Investoren und suchen neue Kunden. Also wenn Sie Interesse haben, kommen Sie am Stand vorbei nachher.